Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und wir holen erstmal jetzt Hopper ab. Oder Hooper, wie auch immer. Und ja. Und dann werde ich mal in der Liga gucken. So, Sternstaub und jetzt kommt Hooper. Okay, ist auf jeden Fall kein gutes. Ist kein gutes Hooper. Also weit von den 100 auf jeden Fall weg. Es bleibt immerhin sofort drin und nervt nicht ein. Das ist schon mal schön. Und 3XL gibt es auch. Naja. Dazu sage ich jetzt nicht, aber Konfusion ist schon eine coole Attacke. Oh, gibt's. Was kommt noch als Schritt? Achso, geht erstmal nicht weiter, okay. Oh, die beiden Pokémon muss ich nur schnell für die Aufgabe fangen. Lichtbill und. Lichtel und na, wie heißt es? Hyphien. So. Und dann geht's gleich in die Kämpfe, wenn ich die beiden habe. Brauche ich ja für die Sammelherausforderung. Und leider. Oh! Das Vieh brauche ich auch. Ja, dauert kurz. Muss kurz hier welche fangen. Für die Sammelherausforderung. Ich bin mal gespannt, ob es Hooper gibt mit der entfesselten Form zum Fangen. Da bin ich echt gespannt. So, wir machen auch nur ein Set, damit das Video dann nicht zu lang wird. So, Rattrax ist auch erledigt. So, jetzt nur noch Pfiffchen. Ich glaube, mir fehlt dann bei Psycho nur noch Tarnel. Und Tarnel habe ich bisher nicht gesehen. Aber ist ja noch genug Zeit heute. Das heißt, wir können jetzt in die Kämpfe gehen. Ich gucke nochmal kurz, wie viel fehlt. Ja. Zwirrlicht, Fididu, Kanivar oder wie das heißt, und Tarnel. Dann gibt es die Pose. Jo. Alle wollen jetzt erstmal kämpfen. Da habe ich mir einfach so labidat gedacht. Hier einfach trifft Zippeli. Und hier Rasaf. Na, es wird eine schöne Rasaf. Und das wird natürlich im Remix gespielt, das Team. Und gucken, wie es so läuft. Das heißt, wenn der Gegner rauswechselt und, sag ich mal, ein neutrales Matchup kommt, bin ich mal den Wechsel. Welser, die leaden oft mit Welser aktuell. Und ich darf irgendwie später anfangen, danke. Kreuzi kommt. Und der schildert schon mal. Okay. Dann schilde ich zur Sicherheit auch. Könnt ihr vielleicht unter Umständen Blizzard sein. Schlammbombe werde ich überleben. So, er hat keiner zwischengekriegt. Das ist schon mal gut.
Schilder. Ja, ich schilder auch. Und hoffe, dass ich jetzt runterfahren kann. Ich geht instant nur auf Schlammbombe. Das kann auch nur Schlammbombe sein. Schlammbombe überlebe ich. Ja. Oh, zwar knapp. Okay, wir gehen gleichzeitig da um. Das ist doof. Okay, danke, dass du eher reingehst. Ich habe noch einen Kampf-Pokémon. Das ist doof. Tatsache ist das richtig doof hier. Deswegen gehe ich hier rein. Einen Schmarotzer sollte ich eigentlich wegstecken, oder? Okay, kamst du jetzt nicht zur Attacke oder warum? Aber okay, du erlebst es eh. Hallo? Spiel? 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 Hallo? Okay. War wohl im Gleichstand. Aber ich konnte dich abschwächen. Das heißt, der Schmarotzer über. Okay, Ayo Ass. Habe ich da was verpasst? Ach, bitte lass mich runterfahren. Bitte setz einfach wieder Ayo Ass nur ein. Na, jetzt kommt Schmarotzer. Oh! Na, nicht schlecht. Ah, das verliere ich noch. Das verliere ich noch. Schade. Lichterkanone wird auf jeden Fall reichen, glaube ich. Oh, jetzt hätte ich gerne Nahkampf drauf. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich Fokusstoß. Schade. Ah, das Griffel, das war zum Schluss. Schade, dass ich es nicht runterfahren konnte. Dann noch ein Eissturm oder Spukball, das hätte das Registiel dann erledigt. Aber naja, kann man nichts machen. Passiert. Völlig hätte ich da einfach auch mit Razzav einfach drauf gehen lassen sollen, oder? So, Macho Mai gegen Macho Mai, das geht in Ordnung. Okay, ich durfte früher anfangen. Dann beschwere ich mich mehr, meine ich. Hat er jetzt einen zwischengekriegt oder war einfach nicht synchron? Okay. Einmal schilde ich jetzt auch. Okay, er hat Puffschlag. Okay, spicy. So, wir warten ab. Womit kommt er rein? Ich gehe einfach auf Drift Zippity. Okay, war ein Fehler. Wobei. Eissturm kommt, das geht jetzt in Radar. Du schüttest nicht, okay. Okay, du gehst in ein Normal-Pokémon, das geht in Ordnung. Ja, das wird noch eng. Aber du dürftest bei zwei Attacken haben, ne? Das heißt, den Body Slam darf ich nicht schilden. Body Slam. Hallo? Oh, was ist denn mit dem Server wieder hier los? Oh, bitte reiche. Bitte reich einfach. Ja, ich muss schön. Schade. Okay, du müsstest doch mindestens Donnerschlag gehabt haben, aber okay. Okay, nehme ich. Oder hattest du ganz spicy Attacken drauf? Weiß nicht. Oder wolltest du auf zwei aufbauen, aber nicht mit Razzav. Razzav ist wütend. Razzav ist der Hulk
In der Pokémon-Welt, nur nicht in Grün. So, Macho. Och, nee. Ja, ich muss Macho draufgehen lassen. Ich hoffe, ich komme noch zum Steinhagel. Ja, sollte sich gerade so ausgehen. Ja. So. Sehr schön. Ja, gar nicht mal so schlecht von. So, ich schilde natürlich einmal. Icy, okay. Sehr schön, du hast nochmal aufgeholt. Was kommt jetzt rein? Bitte kein Griffeldes. Hypno ist jedenfalls weg. Das Vieh geht eigentlich in Ordnung. Okay, irgendwas will vielleicht mein Geist nicht sehen. Du schüttest nicht. Okay, ich wollte eigentlich nicht overtappen, aber okay. So, Ladungsschuss kommt. Und ich werde jetzt instant wechseln. Okay, Welser, das geht in Ordnung. Schlammbombe reicht nie und nimmer. So, ich habe zwei Nachthiebe. Und ich werde sie auch einsetzen. Werde ich Nachthiebe einsetzen? Nein, ich denke nicht, dass ich das noch rumreißen kann. Oder? Du musst ja hier einsetzen, ne? Oh, Razaf, du bist eine Maschine. Razaf, du bist eine Maschine. Oh, Ladeattackenleistand. Schade. Hätte gerne die Attacke einfach auf Dings abgefangen. Ja. Oh, Schlammbombe wäre so lecker gewesen, wenn ich die abgefangen hätte. Aber überlebe ich einen Ladungsstoß? Leider hast du auch die Elektro-Sofort-Attacke, ne? Ja, ich hätte es geschafft, wenn du nicht die Elektro-Sofort-Attacke gehabt hättest. Oh, hättest du nicht die Schlamm-Attacke haben können. Aber es war knapp. Und hätte ich die Schlammbombe abgefangen, dann hätte ich es geschafft. Dann gegen Griffzeppelin hättest du Ladungsstoß sowieso nochmal einsetzen müssen. Okay, sehr schöne Führung. Sehr, sehr schöne Führung. Sandama. Gehe hier ins Zentrum raus. Und auf den Eissturm. Ja, vielleicht hätte ich auf den Spuker gehen sollen, oder? Nein. Eissturm war richtig. Ich schilde auch schon mal. Ich muss mir hier die Führung holen. Ja, war klar, dass Köders. Ah, die Führung ist mir hier sehr, sehr wichtig. Muss dieses eklige Hypno wegkriegen. Ich habe mir massig Energie geholt. Okay. Ja, das geht aber in Ordnung tatsächlich. Ich habe ja zwei Kampf-Pokémon. Ja, das überlebt dein Dings nicht. Mmh.
Problem ist, ich muss jetzt rüber, weil sonst könntest du mich einfach runterfarmen. Ach, ich glaube, das verliere ich noch. Okay, das war gar nicht mal so dumm. Obwohl, doch. Doch, hätte ich nicht gedacht. Aber das sind da mal war ja wirklich einfach nur weg. Das Sandama hat jetzt da gar nichts geleistet. Aber solche Führung mag ich. Krass. Krass, krass. So. Next Fight. Dürfte auch jetzt der letzte Set sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Gegen Juven. Oh, schöne Führung. Barrikadax. Oh, echt na toll. So, hier gehe ich einfach nur auf Eissturm. Ja, du findest eh. Dann werde ich auch finden. Ja, gehst auf Spukball wenigstens direkt. Das heißt, ich kann mir ein bisschen Energie holen. Okay, das war ein bisschen zu gierig. Aber im Endeffekt sollte ich mir das holen können. Im Endeffekt sollte ich mir das holen können. Okay, du schüttest nicht. Dann müsste ich jetzt runterfahren können. Oh, du wechselst. Warum wechselst du denn? Der Wechsel war doof. Und hier setze ich jetzt auch noch ein. Ich habe eine Attacke bei Drift Zeppelin noch ready. Und du schildest sogar Barrikadax, okay. Und du weißt aber schon, dass du meinen Macho nicht rausnimmst. Und schon gar nicht mit Nachthieb. So, kommt wieder dein echter Toll. Ah ja, Nidoqueen. Schade. Hier gehe ich auf Spukball. Da du Krypte bist, müsstest du das echt richtig drücken. Ja. Und bist gezwungen einzusetzen. Du musst einsetzen. Okay, dann nicht. Dann ist dein Nidoqueen weg. Und den Rest macht Razzav. Das wütende Razzav. Ja, 3 zu 2 mal, ne? Und ein Rizoros als Belohnung. Das ist doch schon in Ordnung. Da beschwere ich mich überhaupt nicht. Ah, ich beschwere mich, dass es nicht drin bleibt. Übrigens, ich habe jetzt nach langer, langer Zeit endlich mal ein 98er Lugia gefangen. Ich habe Lugia so viel geradet, dass ich über 500 XL-Bonbons von Lugia jetzt habe. Und ja, ich habe das Lugia gleich auf 40 erstmal gezogen. Werde auch noch weiter raiden in der Hoffnung auf einen 100er. Und warum? Was ist mit dem Rizoros los? Das will nicht drin bleiben. Bleib doch da einfach drinnen. Mr. Rizoros. Du bist kein legendäres, du bist kein Lugia. Du bist kein Lugia. Schade. Knapp daneben ist auch vorbei. Es gibt's doch nicht, Leute. Er ist einfach legendär. Rizoros legendär. Oh, ich hasse es, wenn die hochhüpfen, ne? Dieses unkontrollierte Hochhüpfen. Ach ja, da kommt jetzt
Die garantierte Fangchance. Nicht mein 100er. Schäm dich. Schäm dich, Rizoros. Aber mein XL, ne? Und wir gehen auf Rang 12. Ich habe es diesmal ein bisschen langsam angehen lassen. Ja gut, für die Folge war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.